Jo Freunde, was geht ab zu einer neuen Folge von Assassin's Creed, der Ezio Collection in Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir unseren Onkel geholfen, den rein umzubringen. Das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt sind wir wieder in der Villa. Und geht's in die nächste Mission. Und hier ist er, Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Veris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat, Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Signor Pazzi. Ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Boah, geile Stimme, muss ich sagen. Echt gut zum Vorlesen. Okay. Wo ist das Büro hier unten? Wow. Das ist also die Wand, ist das so ein Hintereingang bestimmt, habe ich ein Gefühl. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Ich verstehe
Die Versteckte der Codex-Seiten erscheinen des Erreichen des Aussichtspunktes auf der Karte. Okay, aber da oben haben wir doch schon Akira. Wohl nicht. Dann machen wir es halt nochmal. Okay. Die Codex-Seiten unten einzeln werden nun schon viel. Ich werde einfach mal reinspringen. Ist das die auf der Karte? Okay, so eine Kiste. Oh, wir haben jetzt 10.000. So. Die anderen auf der Karte da. Kleinen so eine. Die anderen habe ich nicht gesehen. Vielleicht wird die erst dann darauf gedickt, wie die einen haben. Aua. Ziehen wir jetzt die letzte? Ja, die ist wieder hier drin. Aber mit dem Pferd sind wir richtig schnell unterwegs, das bin ich ja da. Come on, galopp, galopp! Mein liebes Pferd, Alter. Hier ist noch irgendein Job. Oh Gott. Oh Gott. Man kann da nicht reingehen, schade. Wow. So müssen wir dann zu Leonardo nochmal gehen, oder? Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf. Sequenz 3 beendet haben wir. Ich glaube, es gibt 14 oder so. Hab ich mal bei den Trophäen gesehen. Gott. Ist er unter uns? Was war das denn? Ist eine Kiste. Okay, man muss da alle Federn sammeln.
Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Okay. Okay, habe ich nicht so gut geschockt, aber na, alles gut. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall Geld rausholen. Das habe ich kapiert. Die ist oben, was? Was ist hier? Nee. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, ist gut. Bis bald, Ezio. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Hilfe, Alter. Kostet ja übelst viel. Buon viaggio. Ja, das ist unsere Route, oder was? Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Ja gut, ich dachte, das wäre hinter den Dingen da. Ich habe ein Gefühl, dass hier irgend so ein Geheimgang gibt, ey. Was ist das hinter dieser Wand? Wow. Alter. Das wird mir ganz eigentlich links angezeigt. Alter, was sind das denn für Statuen? Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde,
bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese sechs vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Hä? Okay. Das sieht gar nicht mehr so kompliziert aus, die Klappe. Yo. Geht 300 Meter weit weg, holy shit. Okay, also wir müssen glaube ich irgendwas einsammeln oder so. Können wir ja mal probieren zu machen. Ey, die mit ihrer Codex waren die ganze Zeit, ey. Ja, die müssen uns die 1000 Mal anzeigen. Oh Gott, ich hab's verstanden. Müssen wir hin. Zurück nach Florenz. Oh, okay. Dann gehen wir ab nach Florenz wieder. Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe nur das Beste. Wo ein Pferd? Da ist ein Pferd. Geht's hier lang? Nee, ne? Nee, verdammt. Der Profi am Start. Soll ich ihn holen? Jo, ab nach Florenz. Gott. 15 ja, okay. Also hier wird mir alles erklärt, ich wäre schon. Das war jetzt wieder Influenz. Okay, well. Hier ist Leonardo, ne? Weil ich weiß. Ja. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Was? Zwei Jahre am Inzwischen? Derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Hm, das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, oh, es scheint sowas wie ein Handbuch... verschiedene Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Hm, was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Tja, der Typ ist so komisch. Die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Attentattechnik. Geh da rein.
wegen rechtlicher Bedenken von ist von hier unten, ne? Attentat. Ja. Der Kongress kann erst starten. Ist von oben beim Springen. Okay, sehr nice. Ich nehme mir mal selber, okay, durch Attentat, ja. Alles klar. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Preise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her! Okay, ich schau, ja. Können wir alles reparieren? Oder neue Waffen. Ja. Der Buchmesser über Arme ihm so gefallen. Sein, ich weiß es. Okay, nächste Mission ist da. Okay, hier ist ein Aussichtspunkt, die können wir noch machen. Lass mich in Frieden. Ich habe nichts getan. Wieso? Warum solltet ihr? Sehr beeindruckend, aber haltet euch besser fern von den Wachen. So. Ich glaube, vorhin ist es noch richtig groß, kann das sein? Ein sehr Aussichtspunkt. Oh, verdammt! So. Vierzehn von 73 erst. Das ist krass. Na? Kommt her. Ich war immer ein braves Weib. Ich schwöre, ich hab nichts damit zu tun. So. Bitte Gott, lass mich leben. Bitte Gott, lass mich leben. Das ist die Trophäe. Warte. Du musst die Leichen. Oh, jetzt ist die Leiche weg. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin da auf dem Spiel. Du musst 5 Leichen in sowas reintun. Das ist ein Schwert. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. So. Vor allem war das Schwert getauscht. Okay. Was war denn das soll? Ey, diese Leute mit den Kitanen, ne? So. 2. Ich hab das für euch geschrieben und noch mehr. Hier liegt noch eine Leiche. Hey, das ist eine Kiste. Mann. Ich hasse es, die Leute zu stoßen. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Und wo ist so, 3. Christo, was ist hier passiert?
Ich will den Typ aufheben. Okay, er will nicht aufheben. Ja, schon. Ich werde dich vier teilen, ganz langsam. Bam. So. Was war das? Das vierte? Die vierte Leiche? Oder? Die fünfte? Ich glaube die vierte, ne? So, eine noch. Mal schauen, ob ich die Trophäe dann bekomme. Buongiorno! Alter, wieso stehen hier so viele Leute eigentlich? Ich will die Leiche aufheben, danke. Er hat sich mit mir angelegt, mein Lieber. Yes! Straßenfeger-Trophäe bekommen. Sehr nice. So, hier war noch eine Kiste, ne? Nein! Runter. Freue mich auch. So, 500. So, aber was war das eigentlich? Oh Gott. Alter, das sieht auf einmal hier wieder aus, ich Türme. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? So, jetzt noch so ein Plakat. Weg damit. So, was ist das auf der Karte da? Oh. Ach, keine Ahnung. Ah, gut. So. Ich bin grad hier. Alter, was ist hier denn hier alles? Ein Steckbrief. Okay, wir gehen nach Roma. Okay, wo ist... Was ist das auf der Karte? Guck mal, links oder so ein rotes Ausrufezeichen. Nein! Du sollst da hochgehen. Hier ist eine Leiter. Was denn? Ah, ein Fehler. Nein! Ich bin tot. Oh. Hätte ich wenigstens ins Zeug springen können. Okay. Buongiorno, ich bin tot. Oh Gott. Hätte ich ins Zeug springt, der kleine Radauer, Alter. Tun wir da unten. Verdammt. Ey, die ganze Steckbrief, die geht auf den Sack. Nun, es ist eine elegante. Was genau hat diesen Ausbruch von Impertinenz hervorgerufen? So. Jetzt, aber. Ich will den Aussichtspunkt noch einnehmen in der Folge. Wie soll man da nach oben kommen? Gibt's gar keinen Weg nach oben, oder? Hä? Nee, gibt's echt keinen Weg. Oder? Nee, er will ja nicht nach oben.
Kann sich nicht da oben dranhängen? Oh, ja, kann er gut. Okay. So, haben wir den Aufsprung da noch synchronisiert. So, Karte aktivisiert. Ohne Codex-Seite. Können wir eigentlich auch mal holen. Jetzt aber in den Heu. So, MS-15, ne? Kommt, Freunde. Das sind auch so viele. Wir wollen das beschützen. Und nun stirbst du. Dann zeigt er ja. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Oh, ist ein stärkerer Gegner. Nur Geduld. Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. Boah, das kann man nicht ablocken. Gib mir dein Geschick mit dem alten Trick vom Kabel. Oh. Das ist nicht stark. Möge Gott über euch wachen, mein Sohn. Bravo, bravo. Ohne Geduld. Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. Zuschlagen. Eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Ey, noch mehr. Und das ist auch noch stark, richtig stark. Wow. Okay, der ist und der. So, ja, der eine ist abgehauen. Hat seine Freunde im Stich gelassen. So, meine Codex-Seite. So Leute, und genau an der Stelle werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Folge. Peace!